Allradente mit zwei Motoren, ein Motor für vorne, ein Motor für hinten, 694 Mal hergestellt. Dieses Auto ist das Auto, was 1961 der deutschen Presse vorgestellt wurde. Darum sind einige Änderungen gegenüber den französischen Autos, nämlich die Rückleuchten hinten und einfach das Vorhandensein von vorderen Blinkern, was in Frankreich damals nicht so war. Das Besondere an der Sahara-Ente ist, dass der Antriebsstrang vorne, also Motor, Getriebe, Achse, Antriebswellen, komplett ein zweites Mal eingebaut ist, nur um 180 Grad gedreht hinten. Das ging bei einer Ente ganz gut, weil die Achsen sowieso schon von vornherein die gleichen sind, die nur um 180 Grad gedreht wurden. Hier ist nun der zweite Motor im Kofferraum eingebaut. Somit sind Vorderachse und Hinterachse völlig unabhängig voneinander angetrieben. Ein Zwischendifferential gibt es natürlich nicht, beziehungsweise braucht es nicht, weil das Zwischendifferential ist sozusagen die Mutter Erde. Nun, wie funktioniert das mit der Steuerung? Beide Motoren laufen ja völlig unabhängig voneinander. Die Verbindung besteht halt nur über Mutter Erde und die beiden Kupplungen werden jeweils hydraulisch betätigt und nicht über Seilzug, weil über die Hydraulik kann man beide Kupplungen vorne und hinten synchron mit einem Pedal betätigen. Gleiches gilt für das Gaspedal. Das Gaspedal über Gestänge steuert sowohl den vorderen als auch den hinteren Vergaser. Wir haben dieses Auto absichtlich nicht auf unserer Reparaturhebebühne hochgehoben, sondern die Deka war so freundlich, uns ihre Bühne zur Verfügung zu stellen, wo man das Auto auf Rädern anheben kann, weil wir einfach befürchten, wenn wir es an seinen Hebebühnenaufnahmen hochnehmen würden, würden wir zusätzlichen Schaden am Auto anrichten. So sieht ein Auto aus, was 30, 40 Jahre im Freien, unter offenem Himmel gestanden hat und aufbewahrt wurde. Nun ist hier die Sahara-Ente auf der Hebebühne. Ich werde jetzt gleich mal unter das Auto gehen und das Auto von unten filmen. Den Zustand, Erhaltungszustand ist schlecht ausgedrückt, den Noch-Erhaltungszustand wäre korrekter. Man sieht hier, es ist eigentlich alles kaputt, was irgendwie kaputt sein kann. Antriebswellen hinten wurden ausgebaut. Wir haben sie da, aber aus irgendeinem Grund hat die hier mal jemand ausgebaut. Wir sehen da hier die Verbindung innen am Auto. Das wäre hier. Und außen am Rad kann man auch noch erkennen, wo sie hingehört. Ich werde mich jetzt um 180 Grad rumdrehen. So. Hier ist nun der Türschweller. Vorne rechts, beziehungsweise das, was noch von ihm übrig ist. Das Auto hat zwei Tanks,
Ein Tank für vorne, ein Tank für hinten. Beide Tanks sind unter den Sitzen, weil hinten, wo der eigentliche Tank beim zweiradgetriebenen Auto wäre, ja, sich ja der Motor befindet und daher dort kein Tank Platz hat. Um die Tanks zu befüllen, ohne die Tür aufmachen zu müssen, haben die vorderen Türen Löcher für den Tank-Einfüllstutzen. Äußerliche Unterschiede sonst an der Allradente sind in der C-Säule die Lüftungsschlitze für Kühlluft für den Motor, die ausgeschnittenen hinteren Kotflügel und natürlich der geänderte Kofferraumdeckel, der nun ein Motorhaubendeckel ist. Da das Auto zwei komplett unabhängige Motoren hat, hat man auch im Innenraum alles doppelt. Zwei Zündschlüssel, zwei Anlassknöpfe, einen für hinten, einen für vorne. Die darüberliegenden beiden Leuchten, die man hier gar nicht mehr als Leuchten erkennen kann, das sind diese hier und das sind die Ladekontrollleuchten für die Lichtmaschine, eben auch doppelt. Nicht doppelt natürlich ist das Tachometer. Nun habe ich gerade gesagt, nicht doppelt ist das Tachometer. Das stimmt im Prinzip auch. Dieses Auto hat aber, den Grund kennen wir noch nicht, ein zweites Tachometer eingebaut. Warum ist es im Moment unklar? Nun, außer Kupplung und Vergasersteuerung gibt es natürlich noch etwas, was beide Motoren bzw. beide Antriebsstränge miteinander verbindet, die Schaltung. Die Schaltung ist hier eine Mittelschaltung und nicht wie bei einer Ente sonst mit so einer Krückstockschaltung, die aus dem Armaturenbrett rausgeht, sondern mit einem normalen Schalthebel. Und es gibt hier auch so etwas wie einen Kardantunnel, sonst ist die Ente ja völlig flach und es gibt keinen Tunnel. Hier ist auch keine Kardanwelle drin, weil die gibt es ja nicht. Aber es ist ein Gestänge drin für die Schaltung des Getriebes vorne und hinten. Beides betätigt über den einen Schalthebel. Der kleine Hebel hier unten, mit diesem Hebel kann man den Hinterradantrieb abkoppeln. Dann könnte man einzig und allein mit dem Vorderradantrieb fahren. Im Prinzip gibt es auch die Möglichkeit, nur mit dem Hinterradantrieb zu fahren. Das wird aber dann etwas tricky. Man macht beide Motoren an und es gibt ein Originaldistanzstück, was zum Bordwerkzeug gehört, kuppelt dann, klemmt dieses Distanzstück in die vordere Kupplung, somit kann die nicht zumachen oder nicht einkuppeln und dann kann man auch nur mit dem Hinterradantrieb fahren. Das ist eine Krücke, das geht natürlich sehr auf die Kupplung vorne, aber das ist halt für Notfälle gedacht. Eigentlich ausgelegt ist das Auto für permanenten Allradantrieb oder gegebenenfalls nur Frontantrieb. Die Fahrzeugpapiere des Autos, deutsche Papiere, sind allerdings nicht mehr die ersten, weil diese sind ausgestellt 1971, während das Auto ja eine Erstzulassung von 1961 hat. Wir sehen auch hier, Leistung 12 PS mal 2, Hubraum 425 Kubikzentimeter mal 2. Das Auto ist also ein sogenannter Jagdwagen, in Klammern Sahara-Kübel. Letzte Zulassung 1986. Hier ist etwas zur Geschichte dieses Fahrzeugs, welches ja 1961 das Auto war, mit dem die Sahara-Ente 1961 der deutschen Presse vorgestellt wurde. Es gibt also einige alte Presseberichte. Und hier die Fotos, wie das Auto aufgefunden wurde.